entweder ganz oder gar nicht. Und von daher ist klar, dass wir Europameister werden wollen. Die Handschrift wird sich erst in den nächsten Monaten widerspiegeln können, weil wir uns in der Findungsphase befinden. Die Spielerinnen kriegen jetzt erst unsere Spielphilosophie vorgestellt. Und da bleibe ich bei, dass es darum geht, einerseits Spielfreude, dass wir kombinationssicher sind, dass wir vorne im Angriffsdrittel einfach effizienter werden, dass die Automatismen noch mehr greifen. Und dass wir dann eben durch attraktiven, guten Fußball Dominanz ausstrahlen und wir wollen ja eine Mannschaft sein, die einfach auf Ballbesitz spielt. Und genau das wollen wir auch. Nicht zu verspielt vorne, sondern dann eben auch Tore machen. Und dann aber auch gegen gerade tiefstehende Gegner brauchst du eben auch viel Bewegung und das haben die Männer uns sehr gut vorgemacht. Es waren ja jetzt auch viele überrascht, dass ich rausgegangen bin und direkt sagte, wir wollen Europameister werden. Das ist ja nicht unbedingt so eine deutsche Mentalität. Aber ich finde es wichtig, dass, wenn ich was von den Spielerinnen erwarte, ich es auch ihnen vorlebe. Und auch hier sage ich, so eine positive Arroganz, die darf man gerne mitbringen.